Hallo, ja, ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um die Michael Jackson Night am 31.10.2014. Ist schon ein bisschen länger her jetzt, dass ich dort war. Aber ich kam irgendwie nicht dazu, früher ein Video dazu zu drehen. Jedenfalls, es war ein Konzert, was organisiert wurde von einer Christengemeinde. Ich bin jetzt nicht christlich oder so, aber ich liebe einfach Michael Jackson und dann musste ich da einfach hingehen. Ja, als ich da halt ankam, man konnte auch geschminkt und verkleidet dahin kommen, dann konnte man ein bisschen am Eintritt sparen. Das habe ich natürlich gleich gemacht, weil ich auch Halloween total liebe und es musste ja leider ausfallen. Ja, ich war dann natürlich die einzigste, die da irgendwie verkleidet und geschminkt kam. Wie, das siehst du jetzt? Ja, wie du gesehen hast, ich war als Zombie unterwegs und dann waren wieder mal All Eyes on Me. Und ja, das war ein bisschen nicht so toll, weil mich echt alle angeschaut haben. Und ja, irgendwann dann so um 19:30, 45 war dann Einlass. Und da kam dann eine Sängerin aus der Schweiz, die heißt Luana, die hat 7 bis 8 Songs, ein bisschen weniger gesungen. Dann kam Dimitri Betts, das ist ein Model und eine Internetberühmtheit aus den USA. Der hat dann auch 7 bis 8 Songs gesungen, vielleicht auch ein bisschen weniger, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwischen den Songs hat er halt ein bisschen aus seinem Leben erzählt, über seine schwere Kindheit, die er durchgemacht hat. Er war obdachlos, er hat Selbstmordversuche hinter sich und er hat wirklich nie aufgegeben. Und dann war halt 30 Minuten Pause und dann kam Kritti James, das ist der Michael Jackson Improvisator, also kein Double, das sah halt nicht direkt aus wie Michael Jackson, er hatte Ähnlichkeit mit ihm. Und ja, als erstes hat er Thriller gesungen und auch getanzt und es war wirklich alles live, was er gesungen hat und es hört sich so unglaublich angehört, wie der echte Michael Jackson, einfach nur Wahnsinn und es war einfach nur der Hammer und der hat so vielleicht 5 oder 6 Songs gesungen und ich saß da und habe fast geheult, weil ich es nicht glauben konnte. Es war einfach nur krass. Wenn man die Augen zugemacht hat und einfach nur hingehört hat, dann hätte man echt gedacht, da steht der echte Michael Jackson auf der Bühne und singt. Und es war einfach nur grandios. Und ich bin echt froh, dass ich da hingegangen bin. Leider, leider, leider kann ich keine Videos hochladen wegen der GEMA. Das wird dann in Deutschland sofort gesperrt. Aber ich werde trotzdem ein Video hochladen, wo ich finde, wo man wirklich Ähnlichkeit zwischen Kritti und Michael sieht beim Tanzen und vom Aussehen her. Nur werde ich es mit anderer Musik hinterlegen, weil sonst wird es wieder gesperrt und das brauchen wir alles nicht. Ja, und dann werde ich noch ein paar Bilder jetzt im Anschluss dranhängen, dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie der so aussah und ja, wenn es dir gefallen hat, das Video, dann einfach einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich sehr. Gerne ein Abo dalassen, falls dir mein Kanal gefällt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.